Ja, hallo, herzlich willkommen wieder mal in unserer Online-Gesundheitsecke des St. Vinzenz Krankenhauses Hanau. Mein Name ist Peter Buschmann und ich bin schon seit 40 Jahren hier und bin immer noch gerne hier und habe heute einen Gast mitgebracht, wo ich mich auch sehr freue, dieses Interview zu führen. Und zwar, es geht heute um das Thema das Endoprothetikzentrum am St. Vinzenz Krankenhaus in Hanau. Mein Interviewpartner ist Privatdozent Dr. Med. Christian Eberhardt. Und ja, ich würde ganz einfach sagen, Dr. Eberhardt, stellen Sie sich doch selbst ganz einfach mal vor. Ja, vielen Dank, Herr Buschmann, für die einleitenden Worte. Mein Name ist, wie Sie schon gesagt haben, Christian Eberhardt. Ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und führe die Zusatzbezeichnung spezielle orthopädische Chirurgie. Ich bin seit 2018 jetzt hier am Vinzenz Krankenhaus und seinerzeit hierher gekommen, um die neu gegründete Sektion Endoprothetik und orthopädische Chirurgie aufzubauen, mit der die Leitung des Endoprothesenzentrums hier am Hause verbunden ist. Zuvor war ich 10 Jahre als Chefarzt tätig in den Kliniken in Hanau im Klinikum und in der Asklepios-Klinik in Langen und bin dann tatsächlich hierher gekommen, weil mich diese Aufgabe der Spezialisierung im Bereich der Endoprothetik, was ich auch in den Jahren davor schwerpunktmäßig immer gemacht habe, doch sehr gereizt hat und habe es bis heute tatsächlich auch nicht bereut. Das freut mich sehr zu hören. Dann sind Sie ja demnächst dann auch 40 Jahre hier. Dauert noch ein bisschen, aber schauen wir mal. Aber jetzt kommt natürlich Endoprothetik. Was ist das eigentlich? Die Endoprothetik ist letzten Endes der Einbau von künstlichen Gelenken in den Menschen, wenn man das mal so sagen will. Letztlich mit dem Ziel, ein zerstörtes, natürliches Gelenk durch körperfremdes Material, das ist dann die Endoprothese, zu ersetzen. Verbunden mit dem Ziel, die Funktion des Gelenkes wiederherzustellen und, was für den Patienten oft aber auch viel wichtiger noch ist, den Schmerz, der so ein zerstörtes Gelenk, der durch ein zerstörtes Gelenk ausgelöst wird, im Alltag zu reduzieren, bestenfalls vollständig zum Verschwinden zu bringen. Und was ist da jetzt ein zertifiziertes Endoprothetikzentrum? Also ein Endoprothetikzentrum ist natürlich eine Einrichtung, in der Endoprothesen implantiert werden, aber man kann es vielleicht erstmal etwas genauer beleuchten, indem man so ein bisschen in die Historie einsteigt, wie das Ganze entstanden ist, dann versteht man auch die Intention, die dort hintersteht. Letztlich ist es eine freiwillige Initiative der Orthopäden und orthopädischen Chirurgen gewesen, die gesagt haben, wir wollen diesen Eingriff der endoprothetischen Versorgung, der in Deutschland ja sehr häufig durchgeführt wird und oftmals auch in der Diskussion ist, ob es vielleicht nicht zu häufig durchgeführt wird. Wir wollen das mit einer Qualitätsoffensive versehen und wollen diese Versorgungen sicherer machen. Wir wollen die Versorgungsqualität erhöhen und wir wollen die Patientensicherheit erhöhen. Das war der Grundgedanke und das Ganze nahm dann im Jahr 2009 tatsächlich schon seinen Ausgang. Da wurde eine Arbeitsgruppe mit Experten, ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet der Endoprothetik unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, also des Hauptfachverbandes hier in Deutschland einberufen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie solch eine Einrichtung aussehen könnte, die quasi eine möglichst optimale Versorgung von Prothesenpatienten durchführen könnte. Nachdem die ganzen theoretischen Grundlagen gelegt waren, wurden 2 Pilotphasen durchgeführt, die das Ganze quasi klinisch erprobt haben. Und nach den Pilotphasen wurde jedes Mal nachjustiert und entsprechende praxisbezogene Schwachstellen optimiert. Und das Ganze war dann im Jahr 2012 abgeschlossen und wurde für die öffentliche Teilnahme geöffnet. Und dann konnte jeder, der Interesse und Motivation hatte, quasi sich in diesem Sinne zertifizieren lassen. Das Vinzenz Krankenhaus war tatsächlich eines der ersten Häuser, die dann sehr früh bereits diesen qualitätsorientierten Weg gegangen sind. Im Jahr 2014 ist das Vinzenz Krankenhaus erstmalig als Endoprothesenzentrum zertifiziert worden und war damals nach meinem Kenntnisstand das 4. Krankenhaus in Hessen, das diese Qualifizierung erreicht hat und ist auch heute letzten Endes immer noch eigentlich das einzige im östlichen Rhein-Main-Gebiet, das dieses Qualitätsmerkmal aufweist. Das hört sich ja alles sehr interessant an.
Aber jetzt würde ich doch ganz gerne noch, also ich und unsere Zuhörer, erfahren, welche Vorteile hat das dann für den Patienten? Ja, die Frage könnte ein Fass ohne Boden sein, sage ich mal. Ich sage mal ganz viele. Ja. Aber ich will es mal versuchen, exemplarisch an so einem Patientendurchlauf durch die Klinik im Rahmen einer endoprothetischen Versorgung darzustellen. Und das Ganze beginnt ja ganz am Anfang erstmal mit der Indikationsstellung. Sind die Voraussetzungen überhaupt gegeben, einem Patienten zu einer Prothesenversorgung zu raten? Da gibt es anhand von Leitlinien und auch persönlichen Erfahrungen natürlich Kriterien, aber im Rahmen des Endoprothesenzentrums ist es so, dass das alles strukturiert wird und quasi festgehalten wird und man kann eine sozusagen Checkliste abarbeiten, anhand derer man letztlich die Indikation und die Notwendigkeit zur Implantation einer Prothese festmachen kann. Das nächste wäre dann ja, dass man in die Patientenvorbereitung einsteigt, wenn der Patient also kommt. Da gibt es ja ganz viele Dinge zu beachten, weil es am Ende des Tages ja ein planbarer Eingriff ist. Das heißt, bei allen Sachen, die nicht notfallmäßig geschehen, sondern planbar sind, sind wir als Ärzte auch verpflichtet, den Patienten möglichst optimal in diese Operation zu schicken. Und anders als früher kennen wir heute ganz, ganz viele Dinge, die eine Prothesenversorgung oder überhaupt eine operative Versorgung schwierig machen können. Das kann sein, dass der Patient zum Beispiel einen Infektherd im Körper hat. Es kann sein, dass er Herzprobleme hat, Nierenprobleme oder sonstige innere Organe betroffen sind. Es kann sein, dass er einen schlecht eingestellten Blutzucker hat. Wird jetzt jeder sagen, was hat das mit der Prothesenversorgung zu tun? Schlecht eingestellter Blutzucker kann zum Beispiel ein erhöhtes Infektionsrisiko für den Patienten bedeuten. Das heißt, wir haben die Zeit und die Verpflichtung, auf all diese Dinge vorab zu gucken. Und auch da ist es eben so, dass einem nichts quasi durch die Lappen rutscht. Gibt es ein festgelegtes Szenario, das man abarbeiten kann, um sicherzustellen, dass der Patient optimal vorbereitet in die Operation geht. Der nächste Schritt, die Operation an sich. Auch da ist im Prinzip alles festgelegt. Das geht schon beim Einschleusen los, wenn der Patient in den OP gebracht wird, wie die Abläufe dort sind. Dann geht es weiter, wie wird der Patient gelagert, wie wird er operiert. Auch das ist definiert. Vielleicht das Wichtigste für den Patienten. Interessant wird es ja immer dann, wenn mal etwas nicht so läuft, wie man sich das von Anfang an vorgestellt hat. Das heißt, es tritt eine Komplikation ein, ja? Zum Beispiel eine Gefäßverletzung. Ja? Sehr, sehr selten, aber es ist denkbar. Ja? Wenn man dann erst anfangen muss nachzudenken, wie reagiere ich jetzt auf dieses Problem, dann ist es schon schwierig. Man verliert Zeit und das Ergebnis wird in der Regel dadurch verschlechtert. Für diesen Fall ist ebenfalls zum Beispiel ein Algorithmus festgelegt, der uns genau vorgibt, wie wir uns zu verhalten haben, wo wir uns Hilfe oder Unterstützung zu holen haben, was natürlich dann in der Notfallsituation einen reibungslosen Ablauf gewährleistet. Das Zentrum stellt auch sicher, dass alle die, die in diesem Prozess eingebunden sind, über diese Vorgaben informiert sind, weil sie entsprechend geschult sind. Ja. Das heißt, das sind alles Aspekte, das sieht man ja daraus, die die Patientensicherheit um ein Vielfaches erhöhen. Und dann zum Schluss, nach erfolgter Operation kommt die Nachbehandlung. Auch da gibt es klar festgelegte Vorgaben in Absprache mit der physiotherapeutischen Abteilung, mit dem Sozialdienst, wie der Patient nach erfolgreicher Operation weiterbehandelt wird. Hat zum Beispiel ermöglicht hier bei uns im Hause, dass wir ein sehr, sehr forciertes Nachbehandlungskonzept schrittweise etabliert haben, die Patienten also viel früher aus dem Bett holen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Das läuft dann unter solchen Schlagworten wie Fast-Track-Chirurgie oder auch Rapid Recovery. Rapid Recovery ist dabei ein Programm, das jetzt von einem bestimmten Anbieter auf den Markt gebracht worden ist. Aber Fast-Track-Chirurgie wäre der Oberbegriff und das ist etwas, was wir hier eben auch sehr detailliert dann für den Patienten zur Anwendung bringen können. Und gibt es denn jetzt auch noch, ich möchte es mal so ausdrücken, ein paar verdeckte Punkte. Viele Patienten denken ja auch, woher erfahre ich denn oder wie kann ich denn jetzt erfahren? Machen die das jetzt einmal im Monat, zweimal im Jahr? Wie sind denn da die Vorgegebenheiten?
Auch das ist natürlich im Rahmen des Zentrums definiert, ist einer der Kernpunkte, muss man ganz klar sagen. Sie sprechen ein Thema an, Qualitätssteigerung durch höhere Mengen. Und dieser Mengenzusammenhang ist natürlich durchaus diskutiert, muss man ganz klar sagen. Aber es ist schon so, dass wenn man etwas natürlich öfter macht, einen hohen Erfahrungsgrad hat und geübter ist, natürlich dann auch die Ergebnisse besser werden. Das spiegelt sich beispielsweise darin wieder, dass es von der Politik her ja die Vorgabe gibt, dass zum Beispiel die Leistung der Knieendoprothese nur dann abgerechnet werden darf, wenn ein Krankenhaus im Jahr 50 knieendoprothetische Versorgungen erbringt. Sonst darf man diese Leistung nicht erbringen. Fürs Endoprothesenzentrum ist es jetzt aber zum Beispiel so geregelt, dass die Hauptoperateure, und das sind die, die bei jeder Operation dabei sein, genau diese Leistungsmenge für sich selber erbringen müssen. Das heißt, es ist nicht so, dass ein Krankenhaus 50 Knieprothesen mit vielleicht 10 Operateuren erbringt, wo jeder dann 5-mal im Jahr am Tisch steht, sondern ein Einzelner muss 50 Versorgungen, in diesem Falle Hüfte und Knieprothesen, so wird es gezählt, erbringen, um sich Hauptoperateur des Zentrums nennen zu dürfen. Und es ist vorgeschrieben, dass bei jedem endoprothetischen Eingriff, sprich bei jedem Zentrumspatienten, ein solcher Hauptoperateur anwesend ist. Damit kriegt der Patient natürlich ein ganz hohes Maß an Sicherheit, dass er auf jeden Fall einen sehr, sehr erfahrenen und vor allen Dingen sehr geübten Operateur auf diesem Gebiet bei sich hat während der Operation. Das ist das eine. Das andere ist aber zum Beispiel auch ein Qualitätsmerkmal, das es auch schon länger gibt. Das ist die Teilnahme am Endoprothesenregister. Das Endoprothesenregister ist etwas, wofür wir in Deutschland ja sehr, sehr lange gekämpft haben und es lange nicht bekommen haben. Andere Länder, zum Beispiel die skandinavischen Länder, Australien oder auch Großbritannien, waren da viel, viel schneller. Die haben seit 20 Jahren Endoprothesenregister und können uns heute sehr genau sagen, wie ihre Patienten sozusagen performen, ja, wie die Standzeiten der Prothesen sind. Das hatten wir in Deutschland lange nicht. Mittlerweile haben wir es. Es ist aber anders als zum Beispiel in Skandinavien, wo alle, die dort operiert werden, eingebracht werden müssen, ist es in Deutschland freiwillig. Für die zertifizierten Zentren ist es aber eine Verpflichtung, am Endoprothesenregister teilzunehmen und im Prinzip auch möglichst eine 100%-Quote zu erreichen, was natürlich auch nach außen hin eine Kontrolle dieses Zentrums ermöglicht im Hinblick auf unsere Standzeiten, also die Überlebenszeiten unserer Prothesen, die wir hier operativ generieren können. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Man hat diese Zertifizierung einmal bekommen und ja, das war's dann. Oder ist es so, wird das öfter geprüft? Wie muss ich mir das vorstellen? Tatsächlich wird es sehr oft geprüft, nämlich jährlich. Und das ist auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Es gibt ja mittlerweile in der Medizin sehr, sehr viele Formen der Zertifizierung. Die meisten, die ich kenne, muss ich sagen, rezertifizieren sich in einem 3-Jahres-Zeitraum. Das heißt, man hat die Zertifizierung erworben, dann arbeitet man in diesen Strukturen über einen gewissen Zeitraum und in der Regel nach 2, meistens nach 3 Jahren, kommen die Prüfer erneut und gucken rein. Was in der Zwischenzeit passiert, ist erstmal eine Blackbox, ja, weil man kann sich natürlich immer ganz gut auf solche Zertifizierungen vorbereiten, vor allen Dingen, wenn sie in so einer zeitlichen Distanz sind, dass man das über mehrere Jahre schon kommen sieht. Das ist tatsächlich beim Endoprothesenzentrum auch nicht der Fall. Das Endoprothesenzentrum wird jährlich einmal im Jahr rezertifiziert. Es gibt 2 unterschiedliche Formen der Rezertifizierung. Das eine ist ein Überwachungsaudit. Das heißt, da kommt jemand rein und schaut sich die wichtigsten Abläufe an. Das wird im Jahr 1 und im Jahr 2 nach der ursprünglichen Zertifizierung gemacht. Und im Jahr 3 kommt dann quasi eine komplette Rezertifizierung, wo alles nochmal von unten nach oben und von oben nach unten gekrempelt wird. Aber wir haben halt zwischendrin auch immer im jährlichen Abstand diese sozusagen Zwischenprüfung, was uns letzten Endes dazu zwingt, das, was wir dort zertifiziert bekommen, auch zu leben.
Ja, denn es ist tatsächlich nicht mehr möglich, sich über einen so kurzen Zeitraum wie ein Jahr die Sache ein Dreivierteljahr schleifen zu lassen und sich dann neu einzustellen. Da ist es schon natürlich sinnvoller und für uns tatsächlich auch einfacher, diese Inhalte wirklich mit Leben zu erfüllen und zu leben. Das ist sicherlich auch noch etwas, was die Sache sehr aufwendig macht für uns. Und deshalb sind wir eben auch froh, durchaus auch über solche Wege mal darüber berichten zu dürfen, wie aufwendig das ist. Denn am Ende kommt es wirklich den versorgten Patienten zugute. Ja. Ich denke, das kommt auch sehr gut rüber und das auch mal so zu hören. Unheimlich interessantes Thema. Und Sie haben jetzt so viel beantwortet und jetzt hätte ich da noch zum Abschluss so eine Frage. Liegt Ihnen noch was am Herzen, was Sie jetzt einfach zu diesem Thema, was wir jetzt nicht gefragt haben oder was jetzt einfach ja, Sie bedrückt sozusagen? Bedrücken tut mich nichts. Ja. Was man tatsächlich noch erwähnen sollte, sind, wir waren jetzt fokussiert auf das Endoprothesenzentrum, aber das Prothesenzentrum an sich ist natürlich auch nur ein Baustein in einem Gesamtkontext. Ja. Und es sind zwei weitere Bausteine, denke ich, die man auch hier gerade fürs Vinzenz nochmal hervorheben sollte, die uns auch so ein bisschen einmalig machen, vielleicht im Vergleich zu anderen Mitbewerbern. Und das ist einmal die Tatsache, dass wir hier natürlich am Hause auch noch ein alterstraumatologisches Zentrum und eine Abteilung für Geriatrie haben. Und das ist für uns insofern wichtig, als damit vor allen Dingen die Patienten des Zentrums sehr gut oder außergewöhnlich gut weiter betreut werden können, die eben nicht in eine normale stationäre Reha gehen können. Das sind vor allen Dingen ältere Herrschaften, die sich leider durch Stürze oder ähnliches Frakturen der Hüfte zuziehen und dann mit einer Prothese versorgt werden müssen. Auch die sind Patienten des Zentrums und können dann eben hier am Hause vor Ort in einer speziellen Reha, in einer geriatrischen Reha nachbehandelt werden, die genau auf die Bedürfnisse dieser Patientengruppe abgestimmt ist. Zum anderen haben wir hier dann aber auch noch die ambulante Schiene, die wir sehr gut abdecken können, in Form eines medizinischen Versorgungszentrums. Das bedeutet, dass wir hier am Hause eine orthopädische Praxis betreiben, die eben die Patienten sowohl vor der Operation als auch nach der Operation, sprich wenn die Reha absolviert ist und vielleicht dann tatsächlich noch ein weiterer Behandlungsbedarf besteht, können wir die Patienten hier vor Ort weiterversorgen. Wir müssen sie nicht weiterschicken. Wir haben auch die Behandlungsermächtigung dann, so etwas wie physikalische Therapie, Physiotherapie, Lymphdrainagen oder Ähnliches zu verordnen. Und das ist sicherlich eine Ausnahmesituation oder eine sehr gute Situation, die eben auch nicht jeder anbieten kann, der so ein Endoprothesenzentrum betreibt. Mit dem in diesem Fall sogar angenehmen Nebenaspekt, dass ich persönlich tatsächlich auch dort in der Sprechstunde für die Patienten weiterhin greifbar bin. Ja, Herr Dr. Eberhardt, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview. Auch ich lerne immer wieder dazu, obwohl ich schon so lange hier im Hause bin. Und das Vinzenz Krankenhaus ist wirklich 365 Tage im Jahr, 24 Stunden für Sie da. Und wir freuen uns, wenn Sie zu uns kommen.